Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Machen erstmal das Radio leiser. Was machen wir heute? Heute geht es weiter mit dem BMW. Und so werden wir heute die Koppelstangen wechseln. Ich bin schon fleißig. Beifahrerseite ist schon gewechselt, Freunde. Schaut mal da. Ah, schaut mal hier, Querlenker neu, Traggelenk neu, Koppelstange neu, Federn neu, alles picobello. Ich habe Verstärkte genommen, extra, ne? Schaut mal da, Nigelnagel neu. Moment. So, Nigelnagel neu. Die sind jetzt ein bisschen verschmutzt, weil ich die eingebaut habe. Schaut mal da, Nigelnagel neue Dinger. Und ein fettes Dankeschön an Phoebe Bilstein für die Querlenker. Warum wechseln wir die, Freunde? Ganz einfach. Ich habe vorne ein polterndes Geräusch, ne? Und das sind die alten Querlenker. Schaut euch das mal an. Die sind hinüber. Der hier unten geht, aber hier oben, der ist Schrott. Und ich glaube auch, das müssten noch die Originalen vom BMW sein. So. Beifahrerseite ist fertig. Beifahrerseite habe ich jetzt angefangen, Freunde. Das ist ein 16er Schlüssel. Ne? Schaut mal da unten. Den haben wir schon locker hier. Moment, so können wir das doch filmen. So. Ich musste die Sachen echt lange einwirken lassen mit Rostlöser. So, den haben wir ab. Und oben, Moment. So, oben, den machen wir jetzt auch mal ab hier. Und dann zeige ich euch, warum wir die auch wechseln und warum der so ein polterndes Geräusch macht. Kleiner Augenblick. So. So. Und dann zieht man die Dinger einfach ab. Hoppa. So. Jetzt schaut euch das mal an, Freunde. Ja, schaut mal. Die sind gerissen und da ist nichts mehr. Die sind auf jeden Fall, schaut euch das mal an, hinüber. Da ist, hier ist nichts mehr, gar nichts mehr. Das darf natürlich so eine Koppelstange nicht, ne? Und das ist der Grund, warum es vorne poltert. Natürlich machen wir die jetzt komplett einmal neu. Ne? Ich würde sagen, ich mache mal kleine Päuske. Da können wir drauf sehen, was für welche das sind. Irgendwie Germany, keine Ahnung. Sieht er da? Ich meine, das müssten noch die Originalen sein. Egal. So, machen wir jetzt die neuen dran. Und ich habe mir solche besorgt jetzt, Freunde. Verstärkte, ne? Die dicker sind. Die nimmt man normal für Gewindefahrwerk und so was. Aber da ich auch Dings habe, Federn drin, ne? Nigelnagelneue Federn. Sportfedern, schaut mal da. Von Eibach. Deswegen habe ich gesagt, nehmen wir auch Verstärkte. Und das sind die hier vom Dacatec Germany, original deutsche Ware. Ich muss sagen, Freunde, es ist unbezahlte Werbung, aber die Firma, die ist echt geil. Ich habe schon von den Koppelstangen so viele verwendet, ne? Bis dato heute, sei es Freunde, Bekannte, Nachbarschaft, keiner hat sich beschwert. Und die fahren mit den Dingern immer noch. Und die waren auch gar nicht mal so teuer. Ne? Lass mich nicht lügen. Ich meine, um die zwischen 20 und 35 Euro haben die gekostet. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich muss ich mal raussuchen. Aber kann ich euch echt empfehlen. Ja. Die bauen wir jetzt mal zusammen ein. Damit wir das auch erledigt haben. Ne? Dann haben wir hier, schaut mal, alles niegelnagelneu, Freunde. Picobello, alles. Und das größte Manko ist noch unser Kühler. Schaut mal da, der beult schon unten. Der muss natürlich komplett auch noch neu, ne? Da müssen wir schauen. Und die Spurstangenköpfe, die kommen auch natürlich neu, ne? Das machen wir aber in einem separaten Video. So, dann bauen wir die Dinger jetzt mal ein. Komm mal her, kannst du von hier hinten filmen? Guck mal, genau. Mein Junior ist natürlich wieder am Start, Kameramann. So, kann man das gut sehen? Ja. Wie viel? Warte, wir drehen das hier mal. So, ich guck mal einmal in die Kamera. Ja, sieht man gut. Aber komm mal ein bisschen so auf die Seite. Vielleicht. Oder kannst du so zwischen die Lücke filmen? So? Mhm. Irgendwie? So? Ja, genau. Den führen wir jetzt hier oben ein. Und dann machen wir mit der Hand provisorisch erstmal die Mutter drauf.
So, der Junior stöhnt schon, weil er die Kamera nicht so halten kann. Aber der macht das super, Freunde. Lasst mal einen Daumen da für den Junior, Freunde. Bester Kameramann. Und dann schieben wir den unteren auch durch. Und dann machen wir das hier auch so provisorisch mit der Hand. So. Und dann nehmen wir uns jetzt den, ist eine 16er Ringmaul. Entschuldigung, 17er. 17er und dann ziehen wir den komplett handfest bis zum Anschlag an. Ich mache das dann immer so, wenn der Wagen noch komplett unten ist, ziehe ich noch mal kräftig mit der Hand nach. Ne? Ihr müsst dafür ein Gefühl haben natürlich. Und dann, wenn wir komplett durch sind, ne, dann merkt ihr auch, ihr habt eine leichtere, weiche Lenkung und ihr habt dieses eklige Poltern nicht mehr. Dann macht das Fahren wieder richtig geil Spaß mit den Federn, Freunde. So, hier können wir jetzt, dafür nehmen wir mal hier, den hier, die Ratsche. Den ziehen wir jetzt, wie gesagt, mit der Hand an. Läuft, läuft, Junge! Freunde, denkt an Daumen. Abonnieren, alles kostenlos. Nichts kostet. Alles in einem, wie Überraschungsei. So. So, handfest haben wir den jetzt dran, ne? Perfekt. Jetzt machen wir den hier oben auch handfest. So. Genau. Gut machst du das, Junior. Junior, der Geborene. Natürlich, ich weiß, ich könnte jetzt den Reifen und so abnehmen, ne? Aber ich fahre voll, um den Reifen abzunehmen. Wäre natürlich alles einfacher. Aber wir haben gedacht, ach komm, das ist doch mal eben schnell gemacht. Wobei ich sagen muss, ich bin froh, dass wir die Dinger nicht abflexen müssen, ne? Sonst habe ich ja immer das Glück, dass ich die Käsedinger hier immer abflexen muss, alle. Aber heute ist es nicht der Fall. Das ist schon mal perfekt. So. Die Muttern, die drauf sind, Freunde, ne? Das sind selbstsichernde Muttern. Wenn er die zu extrem anzieht, dann habt ihr natürlich die Mutter kaputt, ne? Also da müsst ihr schon echt mit Gefühl machen. Nach fest kommt ab, kennt ihr doch, ne? So. Halt durch, Junge, wir sind fast durch, halt durch! Hast du schon Hallo gesagt in die Kamera? Sag einmal Hallo von da aus. Musst du fragen, hey Leute, wie geht's euch? Ich grüße euch, ich bin der Junior. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Ist alles kostenlos, kostet nichts, umsonst. So, guck mal, komm mal hier hin. Versuch mal da oben rein zu filmen. So, Freunde, handfest ist es, ne? Jetzt mache ich nur einen Ticken. So, das reicht. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt hier mit. Ne? Hier müssen wir natürlich ein bisschen mehr. Ist noch nicht ganz drauf. So. Sobald wir einen Gegendruck spüren, ne? Moment. So, jetzt ist es fest. Ne? Jetzt machen wir nur einmal. Zack. Fertig. Und wenn der Wagen jetzt auf dem Boden steht, ne? Hier bin ich, hallo, hallo. Und wenn der Wagen auf dem Boden steht, ziehen wir nochmal kräftig nach. Und damit ist es schon getan, ne? Das ist so einfach, Freunde, das ist so einfach, ne? Das ist echt super. Vollbracht. Boah, ich werde, glaube ich, ein bisschen alt dafür. Ey. Wagen runter, Wagen hoch, aufbocken. Aber wir sind fertig, ne? Wir haben jetzt die Koppelstange und so schön fest. Ich nehme mal kurz die Taschenlampe. So, komm mal näher, Elias. So, kann man das schön sehen? Warte, wir versuchen das mal gut wie möglich zu zeigen. So, schaut mal da, Freunde. Alles haben wir jetzt fertig, ne? Verstärkte. Und dann haben wir das hier auch komplett, ne? Alles niegelnagelneu. So, hoppa, das nächste Video. Oder beziehungsweise was vom BMW noch kommen wird, ne? Da wird auf jeden Fall die Stoßstangenköpfe wechseln wir, rechts und links.
Dann werden wir Getriebeöl wechseln, Differentialöl wechseln und ganz wichtig, den Kühler werden wir noch wechseln. Ja, und dann haben wir noch oben die Faltenbälge. Dann haben wir oben noch die Faltenbälge, ne, typisch BMW-Krankheit. Die kommen noch. Ein fettes Dankeschön auch an Febi dafür, ne? Genauso wie die Kurbelgehäuseentlüftung. Die ist auch hier, die ist auch von Febi. Dankeschön, Dankeschön für die ganzen Sachen. Und dann sind wir mit dem BMW schon fast durch, ne? Jupp. Ich würde dann sagen, wir sind dann auf jeden Fall mit dem Video erstmal durch. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit meinem Video und viel Erfolg bei der Arbeit. Wenn Fragen sind, haut mir die in die Kommentare voll. Lasst mir einen Daumen und ein Abo da. Und besonders einen Daumen hat doch verdient der Junior. Gib mal einen 5, Junge. Sauber. Ne? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.